Wärmedämmung im Vergleich. Welches ist das beste Material? Diese Frage versuche ich jetzt mit dir zu klären. Und für einen guten Vergleich betrachten wir jetzt einmal, wie war die Dämmung denn früher? Und hier sieht man, wie ist sie heute. Deshalb gehen wir jetzt mal in den Dachgeschoss, in den Speicher und schauen mal an, wie die Dämmung früher ausgesehen hat. Vielleicht hast du selbst so ein Dach mit so einer Dämmung und das können wir jetzt dann gleich mal abgleichen. Ich stehe jetzt hier in diesem Dachgeschoss, in diesem Speicher. Und hier hat man einen Blick auf eine Alufolie. Und zwar ist das eine Rollisol-Dämmung. Also eine Glaswolle, auf die man eine Alufolie aufkaschiert hat. Und das Ganze hat man ins Spanfeld reingedrückt und das Ganze wurde hier dann so angetackert. Diesen Dämmstoff, da ist es einmal, hat man vor ca. 60, 70 Jahren so eingebaut. Und vielleicht, wenn du ein altes Haus hast, sieht es bei dir im Spanfeld genauso aus. Hier wurde dann schon repariert mit Klebeband, hier hat man schon Bretter hingeschraubt, dass das Ganze nicht rausfällt. Und ich hole mir so ein Stück Dämmung jetzt hier raus. Und zwar sieht man jetzt hier die Aufkaschierung und der Dämmstoff, und der ist ca. 8 bis 10 cm. Da ist hier halt sich gut zusammendrückt, also er fällt auch in sich zusammen und somit wird der Dämmwert immer schlechter, weil der Dämmstoff dann immer dünner wird. Aber nichtsdestotrotz, so wurde gebaut und heute hat man andere Möglichkeiten, besser zu dämmen. Deswegen gehen wir jetzt wieder in die Werkstatt und schauen mal dort uns die verschiedenen Dämmstoffe an und vergleichen diese. Hier habe ich jetzt eine Dämmstofftheke aufgebaut und habe es mal getrennt. Zum einen außen haben wir die Zwischensparendämmstoffe, also das ist eine Holzweichfaserplatte, die zwischen den Sparer reinkommt. Dann hier habe ich Zellulose, die wird ins Sparerfeld eingeblasen. Dann hier draußen habe ich Mineralwolle oder auch Glaswolle, die kommt auch ins Sparenfeld rein, sieht man auch, die gibt es auch in sehr dicken Querschnitten. Dann hier die Steinwolle, ist eine Dämmung für Zwischereien. Und in der Mitte liegen die Aufdachdämmstoffe, also die kommen sozusagen oben aufs Dach drauf. Zum einen jetzt Holzweichfaserplatte, die ist sehr dick, da komme ich aber gleich drauf. Und da hier die Polyurethanplatte, die ist natürlich etwas dünner. Wie vergleichen wir? Zum Vergleich müssen wir betrachten drei Dinge. Zum einen sommerliche Wärmeschutz, also wie gut dämmt die Dämmung im Sommer. Dann der winterliche Wärmeschutz, wie gut ist die Dämmung im Winter. Und der Schallschutz. Diese drei Dinge sind einfach wichtig. Jetzt fangen wir mal auf dieser Seite an. Deswegen habe ich es getrennt. Hier drüben sind die etwas schwereren Dämmstoffe. Schwere Dämmstoffe haben einen Vorteil, sie lassen im Sommer die Hitze länger draußen. Im Sommer gibt es die riesen Temperaturunterschiede. Da braucht die Wärme länger, um innen anzukommen. Das bedeutet, im Innenraum ist länger angenehm. Das trifft für diese Dämmstoffe zu. Hier drüben sind die etwas leichteren Dämmstoffe. Die haben mehr Lufteinschluss, sind aber dafür im Winter besser. Also sie haben einen besseren Dämmwert. Mit einem dünneren Querschnitt erreicht man einen besseren Dämmwert wie da drüben. Also, im Winter sind diese Dämmstoffe besser. Und der kleine oder der optische Vergleich sieht man jetzt mal hier. Das ist die Holzweichfaserplatte vom Dämmwert und die Polyurethanplatte vom Dämmwert. Und ich habe es hier extra so gemacht. Also zum einen her, diese Dicke dieser Dämmplatte hat den gleichen Dämmwert wie diese Platte. Also eindeutig, man kommt hier viel dünner aus. Die ist ungefähr doppelt so dick wie diese Seite. Der Dachaufbau. Möchtest du jetzt auf dem Dach so eine dicke Dämmung haben, also nochmal oben drauf, oder reicht dir vielleicht diese Dämmstärke? So haben wir halt hier diese Vorteile. Hier kann man dünner fahren. Dünner bedeutet im Endeffekt auch etwas günstiger. Hier muss man dicker fahren. Ist vielleicht auch deshalb im Sommer etwas besser. Also die Vergleiche sind auf jeden Fall schwer, weil wir heutzutage einfach meistens nicht nur einen verwenden, sondern wir kombinieren die Dämmstoffe. Man kombiniert zum Beispiel hier diese Steinwolle im Sparenfeld mit einer Aufdachdämmplatte in Holzweichfaser. Wäre zum Beispiel denkbar. Dann brauche ich hier keine so dicke Platte, weil ich habe das Sparenfeld noch, um auch gute Dämmwerte zu erzielen. Jetzt zum Schallschutz. Wieder hier die schweren Dämmstoffe, die halten den Schall länger draußen. Weil heutzutage hat man einfach den Verkehrslärm, den Fluglärm, den will man länger draußen halten. Und das ist mit schweren Dämmstoffen besser bedient, wie mit diesen dünneren. Gerade das Polyurethan, wenn man das alleine verwendet obendrauf, das sagt man einfach, der Schall, gerade jetzt über, wenn es hier starke Regen, das Regenprasseln, wird hier einfacher nach innen übertragen, man hört es also innen besser.
Jetzt zur Frage, die wir hier klären wollen, welches Material ist das Beste? Diese Frage kann man nicht beantworten, weil es kommt einfach darauf an, was jeder präferiert. Ich bin eher für diese Seite, weil die Dämmstoffe im Sommer besser sind. Ein anderer ist eher für diese Seite, weil er dünner dämmen möchte, weil er etwas günstiger bauen möchte. Deshalb kommt es immer darauf an, was du selbst gerne hättest. Deswegen musst du das mit deinem Handwerker besprechen, was passt zu dir, was passt zu deinem Dach, welche Dämmseite ist die beste oder was kann man kombinieren. Oder wenn du sogar aus unserer Region hier kommst, kannst du mit mir gerne einen Termin vereinbaren. Ich komme dann zu dir vor Ort und berate dich dort und wir schauen, was dort mit deinem Projekt machbar ist. Gerne kannst du auch hier diesen Kanal abonnieren. Hier sind ständig neue Videos. Es gibt auch schon ältere, da kannst du dich informieren, rund ums Dach und ums Bauen mit Holz. Und vielleicht sehen wir uns hier mal. Ich freue mich auf dich. Dein Mike.